Mobilität ist heutzutage eigentlich für jeden von uns wichtig. Also schon der Güterverkehr hat ja eine enorme Bedeutung. Straßen halten natürlich nicht ewig, auch wenn die gut gebaut sind. Wenn dann so Risse von unten sich nach oben durchschlagen, dann ist es eigentlich meistens schon zu spät und dann ist die Straße kaputt. Das dauert natürlich länger, eine neue Straße zu bauen, als sie zu reparieren. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, wann kann ich die Straße vielleicht noch reparieren, das geht dann schneller. Und dann kann man relativ schnell noch Maßnahmen ergreifen. Das MESAS ist ein Mess-LKW, der ist mit modernsten Messgeräten ausgestattet. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man zum Arzt geht und der einen untersucht und man hat vielleicht Bauchschmerzen und weiß nicht genau, was los ist. Dann kann der Arzt natürlich von draußen drauf rumdrücken und ein bisschen gucken, was da los ist. Aber manchmal hilft eben auch nur ein Röntgenbild oder ein CT, um wirklich rauszufinden, was Sache ist. Ich fahre unglaublich gern auf Messfahrten und kümmere mich um die Planung im Vorfeld. Und wenn ich dann eine Weile mal wieder an den Daten gesessen habe im Büro, dann juckt es mich ein bisschen in den Fingern, dass ich dann auch wieder auf die Straße raus kann. Mein Wunsch ist es, dass die Straßen an sich durch unsere Arbeit hier auch ein bisschen sicherer werden, dass die Leute da nachher von profitieren, wenn sie auf der Straße selbst unterwegs sind. Mein Name ist Claudia Podolski und ich bin Geophysikerin bei der Bundesanstalt für Straßenwesen.